Liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach unserem Zweitliga-Heimspiel in der MDCC Arena gegen den SV Darmstadt 98. Endstand vor 18.788 Zuschauern 0:1. Präsentiert wurde diese Partie von unserem Partner Fantastik. Herzlich begrüße ich auch die beiden Cheftrainer Christian Tietz und Thorsten Lieberknecht. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Thorsten Lieberknecht. Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, hallo zusammen. Also erstmal war uns klar, dass es eine große Herausforderung wird hier heute, weil eben wenn eine Mannschaft dreimal in Folge sensationelle Ergebnisse auch verdient holt, dann weißt du, steht hier eine große Herausforderung an. So, und für uns war es eben so in der Vorbereitung auf das Spiel, welche Idee verfolgen wir, wenn wir hier sind. Ich glaube, wir haben gezeigt in den ersten 15, 20 Minuten, dass wir wir uns nicht auf nur verteidigen versteifen wollen, sondern dass wir eben halt auch den Gegner im Aufbau früh und hoch pressen wollten. Das ist phasenweise gut gelungen. Schwierig wurde es dann, wenn tiefe Bälle gespielt worden sind. Und dann war es eben so ein Spiel, viel hin und her mit Situationen in der ersten Halbzeit, wo beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten. Ich glaube, Tietz hatte die richtig große Chance, uns 1-0 in Führung zu bringen. Und dann waren es immer viele schwierige Zweikampfsituationen, die wir überstehen mussten und die eben so ein offenes Spiel dort mit sich geben. Und das war eben die Schwierigkeit. In der Halbzeit haben wir das eine oder andere, glaube ich, das haben wir gesehen, dann auch angesprochen, dass wir vor allen Dingen mit Ball viel mutiger spielen wollten. Und ich fand, wir sind sehr gut aus der Halbzeit rausgekommen. Und dann kommt natürlich eine Situation zustande, eine rote Karte, mit Sicherheit werdet ihr das jetzt auch gleich schon mal thematisieren, die ich auch komplett nicht nachvollziehen kann, wenn schon eine richtige Entscheidung aus meiner Sicht getroffen worden ist vom Schiedsrichter mit der gelben Karte, wenn man sieht, dass dann noch drei Leute von Magdeburg mit reinlaufen. Verstehe ich jetzt dann auch nicht, warum er da nochmal interveniert und dann den Schiedsrichter nochmal hinzuruft und es die Szene dann nochmal anschauen sollte, wenn es Notbremse oder irgendwas. Ich bin davon ausgegangen, dass weil er nochmal den Ball weggeworfen hatte, dass er vielleicht dann irgendwie nachträglich gelb-rot bekommt, aber rot, das ist natürlich eine Situation, was ich komplett nachvollziehen kann, wo wir uns mit Sicherheit auch ärgern würden. Nichtsdestotrotz ist es dann aber so, dass dieses Spiel dann seine Schwierigkeit hatte. Die Schwierigkeit war nämlich eben, dass wir einen tiefstehenden Gegner mit viel Geduld, Beharrlichkeit spielen mussten, mit dem Wissen, dass das Umschaltspiel, Kontersituationen eben immer gefährlich sind. Und da zeigen wir, wie ich finde, dann eine nötige Reife, beharrlich zu bleiben. Ähnlich wie gegen Hannover, zu versuchen, dass wir uns Torchancen erspielen. Und dann, glaube ich, waren schon einige gute Momente da. Torhüter hat gut gehalten, wo wir eben in Schussposition gekommen sind. Nichtsdestotrotz war es dann aber eben eine Standardsituation, die uns diesen Sieg gebracht hat oder diesen Sieg gebracht hat. Deswegen sind wir natürlich, was die drei Punkte angeht, in dieser Phase, wo jetzt Marcel Schuhn auch verletzt raus musste, Oberschenkel, Blessur, in dieser dezimierten Situation natürlich heilfroh, dass wir diese drei Punkte hier geholt haben und sind froh, dass wir trotzdem jetzt das letzte Spiel nochmal bestreiten dürfen gegen Greuther Fürth. Wir haben jetzt zwei Mannschaften gehabt, Hannover dreimal in Folge gewonnen, Magdeburg ähnlich mit super Ergebnissen. Und jetzt kommt Greuther Fürth auch dreimal gewonnen in Folge. Also Mannschaften, die total im Aufwind sind und wo wir uns eben dagegen stemmen wollen. Christian, für dich und deine Mannschaft weiterhin alles Gute für den Rest der Saison und bis zum Rückspiel. Vielen Dank. Danke, Thorsten Lieberknecht. Christian Tietz, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, zunächst mal Gratulation, auch wirklich Achtung vor Thorsten, deiner Mannschaft. Was für eine Saison ihr spielt. Eine wirklich schwer zu bespielende Mannschaft, ein Gegner, der wirklich kompakt gut verteidigt, der gute Umschaltmomente hatten, die uns heute auch wirklich des Öfteren gut angelaufen haben. Trotzdem war es ein Spiel, was halt leider nicht nur eine Situation, sondern ich hatte drei klare, strittige Situationen, die leider gar nicht wahrgenommen wurden und nicht diskutiert werden. Aber vom Spiel her war es so gewesen, dass wir eigentlich gut drin waren, dass es schon so war, dass Darmstadt eine gute Chance mit Tietz hatte, also eine richtig große Chance, aber wir selbst unsererseits drei richtig gute Möglichkeiten im Spiel drin hatten, wo wir uns auch belohnen gekonnt hätten. Und dann ist das ein Spiel, wo du weißt, es geht heute über die Geduld, das war eine enorme Intensität mit drin, es ging hin und her. Wir wussten, dass wir die ersten 15 Minuten noch wieder ein Stück weg aufpassen müssen, wenn wir aus der zweiten Halbzeit rauskommen, und dann über die Dauer des Spiels zu gehen.
Und natürlich dann mit dem Platzverweis wird es halt ein anderes Spiel. Wir haben dann umgestellt, wir haben dann trotzdem recht wenig zugelassen, aber haben uns dann durch eine Standardsituation letztendlich in den Rückstand geraten. Und dann wollte ich mir hier, dass wir nur ein Spiel zurückkommen. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Ja, bitte kurz mit Nennung des Namens und des Mediums. Ja, vom Darmstädter Echo, Jan Feldmann, mein Name. Guten Abend. Thorsten, wir müssen trotzdem mal kurz noch mal über die Tabelle reden heute. Geht auf jeden Fall als Tabellenführer in die Winterpause, egal wie das Spiel jetzt ging. Kräuter Fürth ausgeht und seid dann bis Ende Januar, knapp 2,5 Monate, auf jeden Fall Tabellenführer. Erstmal generell die Frage, wie fühlt sich das an und was bedeutet das für den weiteren Verlauf der Saison? Ich weiß, dass du mir jetzt total sauer bist, dass ich wieder immer einen Spruch bringe, von rechts nach links die Tabelle zu sehen. Das ist das Entscheidende. Wir haben diese Punktzahl, wir haben unglaubliche Saison bisher gespielt. Das muss man sagen, eine Niederlage in Regensburg gehabt, auch da in Unterzahl ein Spiel eben bestreiten müssen, dann verloren. Und dann, was danach gekommen ist, wissen wir alle, das ist unglaublich, wie die Mannschaft sich auch mit diesen ganzen Situationen, Verletzungen und. Und das merkt man auch in der einen oder anderen Situation, dass uns gerade, ich finde, so ein Schnelli, der wird uns extrem gut tun. Aber die Jungs, die da sind, machen das extrem gut. Und deswegen freuen wir uns. Und ich glaube, ganz Darmstadt kann sich einfach erstmal freuen dafür, dass wir diese Punktzahl haben. Und du weißt, alles andere ist eben das Nebenprodukt. Das sieht schön aus, aber mehr auch nicht. Patrick Nowak für die Volksstimme. Guten Abend, Herr Tietz. Ist natürlich eine sehr bittere Situation für Ihre Mannschaft, natürlich speziell mit dem Platzverweis. Das war alles sehr kompliziert. Erst gibt es irgendwie Gelb, dann schaut sich der Schiedsrichter das nochmal an, dann gibt es die rote Karte. Wie, ja, haben Sie das gesehen oder können Sie das vielleicht auch nachvollziehen? Es war halt eine von mehreren Szenen. In dem Falle war es leider so, dass der VAR sich eingeschaltet hat. In der zweiten Minute hat er keine Notwendigkeit gesehen, als der Ball in die Hand ging, sich einzuschalten. In der 89. mit dem Ellenbogen auch nicht. Das hat mich ein Stück weg natürlich. Sie merken, ich bin gar nicht verärgert, ich bin ja enttäuscht, weil es jetzt im vierten Spiel geschehen ist, wo das natürlich für uns schon etwas Entscheidendes ist, wie Spiele ausgehen am Ende des Tages. Bei der Aktion, als der gepfiffen hat, gibt ihm Gelb, war für mich klar. Situation ist klar. Ich habe es nur kurz am Bildschirm angesehen und habe gedacht, okay, VAR. Ich würde ihm genau das Gleiche sagen, dass er dann natürlich rot geht, hat das Spiel leider dann doch deutlich verändert. Ja, dennoch muss man hervorheben, Ihre Mannschaft hat das in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut gemacht. Jetzt hat man wenig Regenerationszeit. An welchen positiven Aspekten kann man sich jetzt mit Blick auf Bielefeld orientieren? Für uns gilt es wirklich jetzt auch, das Spiel ja schnell abzuschütteln, die positiven Dinge zu sehen, dass wir drin waren, dass wir im Spieltempo drin waren, dass wir in der Intensität drin waren, dass wir es geschafft haben, Torchancen, Torabschlüsse zu kreieren und dass wir auch wieder gesehen haben, wenn wir ein Stück tiefer verteidigen, dass wir dann auch kompakt stehen können. Und wir so ärgerlich, wie es jetzt für die Jungs ist, wir dürfen uns gar nicht lange aufhalten, weil wir haben ein schweres Spiel am Sonntag in Bielefeld und jetzt gilt es, dass wir uns regenerieren, dass wir uns auf die Spiel gut vorbereiten. Alles klar, vielen Dank. Ja. Achim Malli für den Kicker. Guten Tag, Herr Tietz. Nur zwei kurze Personalfragen. Sie mussten einmal schon früh wechseln und dann nochmal zur Pause zwei Spieler, die offensichtlich angeschlagen waren und sind. Können Sie da was Näheres sagen? Bei Herbert Bockholm war es ein klares Foulspiel gewesen, was nicht gepfiffen worden ist. Das war schon sehr, sehr, sehr hart, wo er getroffen worden ist. Der kam dann in der Halbzeit, der Schuh aufgemacht und der Fuß ist direkt angeschwollen. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, was abschließend, aber da ging leider gar nichts mehr. Bei Jason Checker war es so, dass der auf einmal über Atembeschwerden und über insgesamt keinen guten Zustand geklagt hat. Da musste man ihn rausholen. Bitte. Das weitere Fragen, ja, nochmal bitte. Ja, dann würde ich auch gerade noch zwei kurze Personalien hinterher schicken. Der Marcel Schuhn musste in der Pause raus. Was eben gesagt, Oberschenkel. Ist das was Blöderes, was Längeres? Oder? Es ist zu befürchten, wenn er rausgeht. Er hat, wie gesagt, beim ein Befreiungsschlag, da hat er Ziehen gespürt im Oberschenkel und war sehr hart. Vielleicht ist er auch rechtzeitig rausgegangen. Okay. Die zweite Personalie wäre der Yannick Müller gewesen, der 60 Minuten durchgehalten hat heute. Das war ähnlich wie gegen Hannover, dann irgendwann ging es wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Ja, der läuft wirklich total unrund irgendwann ab der 50. Minute, siehst du ihm an, aber er ist, also es ist unglaublich, welches Herz er reinbringt. Wie stark er
der sich opfert für die Position. Und deswegen ja, müssen wir alle Hüte davor ziehen, dass er alles dafür tut, ja, spielfähig zu sein. Und wenn es eben nur ja, 50, 60 Minuten sind, man sieht es, irgendwann geht gar nichts mehr. Und er hat auch einen Schlag abbekommen, auch im Foulspiel, Höhe der Mittellinie. Und dementsprechend muss man ihn dann auch rausholen, weil dann der Fuß komplett dick war. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Pressekonferenz unseren Gästen, wünsche ich einen guten Heimweg und noch uns allen einen schönen Abend. Danke.